Okay. Ich versuche ein bisschen hellhörig hier durchzulaufen, aber schwer mit diesen lauten Hufen immer. Zu hören. Apropos Hund. Wenn ich die Zeit habe, hole ich Köter. Ansonsten muss ich warten, bis er von selbst wieder auftaucht. Ich hoffe nur, dass er dann damit keinen Verlust in seinen Werten bekommt. Weil ich ihn da so lange stehen gelassen habe. Oh, selbst Döne verbietet der? Krass. Döne ist ja nun wirklich nicht als Beleidigung gedacht. So, aber hier ist die Brücke. Und da hinten sind die Gebäude der Köhler, glaube ich. Die sind aber auf der anderen Flussseite, wa? Ja. So, Freundchens, ihr habt gleich ein Problem, da kommen ein paar Banditen auf euch zu. Ob ich ihn hier schon irgendwo stehen sehe, aber jetzt gerade noch nicht. Oh ja, ich dachte, er versteckt sich vor dem Stallmeister, aber so war es nicht. Wäre nicht das erste Mal, dass er seinen Meister zur Weißglut treibt. Dachte, es ging um ein Weibsbild. Ja, weißt du noch, als er eins der Pferde davon stromern ließ? Er kam mit glühendem Arsch angerannt. Dieses Mal stand er wirklich in Flammen, was? Gut, er ist eindeutig hier. Albatros, grüß dich. Soll ich jetzt umbenannt? Nee. Köhler-Zwilling. Gelobter Jesus Christus. Wo habt ihr Rotschopf versteckt? Woher weißt... Was zur Hölle faselst du da? Komm mir nicht so. Ich weiß, dass er ein Freund der Zwillinge ist. Ich bin auf Geheiß von Herrn Hanusch hier und muss mit Rotschopf über den Überfall auf das Gestüt sprechen. Wenn Herr Hanusch dich schickt, kümmere dich lieber um die zwei Banditen, die hier umherschleichen und nach dem armen Jungen fragen. Dann braucht er sich auch nicht mehr zu verstecken. Das waren mehr als nur zwei. Und man hat nee, alles gut. Ich habe nur gerade ein Problem gehabt, den Namen richtig zu lesen. Naja, alles gut. Soll ich lügen? Ich habe einen ziemlich hohen Skill darin. Um die zwei habe ich mich gekümmert. Unsere Begegnung nahm kein schönes Ende für sie. Ach ja? Und das soll ich dir einfach so glauben? Wenn du willst, kann ich dich zu ihnen führen. Ich hätte dir ihre Köpfe bringen sollen. Na gut, ich glaube dir. Rotschopf versteckt sich in einer verlassenen Hütte, nicht weit von hier. Nimm die Straße Richtung Uschitze, bis du rechts einen Weg siehst, der an einer Quelle endet. Dort ist ein überwucherter Pfad, der dich direkt zu Rotschopf führt. Aber sperr die Augen auf, er ist leicht zu übersehen. Gut, danke für deine Hilfe. Alles Gute. Nein, daneben! Mist! Komm her! Komm her! Ich will den Skill! Gewinnt! Scheiße. Klappt also nur einmal. Scheiße. So, nach Uschitze. Wo zum Geier ist jetzt schon wieder Uschitze? Ach, das kenne ich noch gar nicht auf der Karte. Er markiert mir schon die Stelle. Wollen wir vorher Köter holen? Wie spät ist das überhaupt? Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich habe jetzt einen guten Moment für einen kleinen Cliffhanger erreicht. Morgen gleich als erstes holen wir Köter. Dann gehen wir Rotschopf suchen. Es ist ja markiert auf der Karte. Ich brauche mir nicht zu merken, wo es ist. Und es sollte passen, denke ich. Dann würde ich jetzt noch kurz gucken, wer noch online ist. Ja, dass wir dem noch eine Freude machen können. Bleibt bitte noch kurz dran, ja?
Ich werde jetzt auch nochmal einen Retter... Nee, ich brauche keinen Retterschnaps ausgeben. Wir können speichern und beenden. Dann war es doch nur sein Zwilling? Was, wer, wie, wo? Ist gerade vor deiner Nase umhergelaufen. Achso, nee. So, geht gleich weiter, Leute. Ach, ich brauche diesmal nicht verifizieren, okay. Wer ist denn noch online und was wird gespielt? Dass es wenigstens ein bisschen reinpasst oder ich wenigstens weiß, da seid ihr gut aufgehoben. Auch vom Spiel her, meine ich. Oh, na guck mal schau. Da komme ich doch genau richtig. Wollt ihr eher Rollenspiel oder wollt ihr dasselbe Spiel nochmal von jemand anders sehen? Also es gäbe ein Rollenspiel mit mehreren Streamern, was gerade läuft. Sehr witzig auf jeden Fall auch, kann ich versprechen. Und sehr sympathisch. Oder aber nochmal einen Streamer mit Kingdom Come Deliverance. Auch sehr unterhaltsam, definitiv. Wir haben hier wieder ein inneres Blumenpflücken. Morgen kann ich nicht, aber dann wieder mal. Ja, morgen von 16 bis 21, 22 Uhr und ansonsten ist es bei mir immer nur freitags. Ist jetzt bloß, weil ich Urlaub habe. Stimme für RP, kommt drauf an. Ist der Fischer im Game als du? Hä? Wie? Rollenspiel, okay. Ihr wollt Rollenspiel sehen, alles klar. Dann schicke ich euch zu meinem lieben Kollegen Svebonaut. Der hat nämlich gerade die wenigsten Zuschauer, während sein Kollege und Mitstreamer die meisten gerade hat. Bisschen ausgleichende Gerechtigkeit und so, ne? Na? Das Svebonaut ist auch ein ganz, ganz lieber, definitiv. Der wird sich bestimmt gleich groß freuen. Bestimmt kriegen wir auch ein kleines Ständchen gesungen. Das macht er nämlich gerne mal. Klicke ich da schon mal hin und warte kurz noch die Werbung ab. Obwohl, ich müsste ja Abo haben. Ja, ich habe Abo. Finde ich gut. So, dann will ich aber auch erstmal hier eine bessere Auflösung sehen. So. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch für den fetten, fetten Support, der heute wieder reingekommen ist. Unrat, mach's gut, mein Lieber. Macht's gut, euch alle. Ich bin morgen 16 Uhr wieder live. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Für die YouTube- und VOD-Zuschauer gibt's natürlich gleich nochmal ein Abschlusswort. Da gucken wir erstmal hier rein, wie dann seine Reaktion sein wird. Er ist aber gerade mitten im Rollenspiel. Was, ich bin hier. Da ist Osukum zu hören. Dann machen wir das jetzt ganz einfach. Ach, ich glaube, ich nehme dies hier. Schaut da drüben, da kommt ein Raid. Wo? Habt ihr Bock auf ein Lied oder ist es dafür zu spät? Zu spät. Ich hoffe, dass ich hiermit auch keinen verscheuch. Na, hoffentlich. Danke für den Raid und Liebe geht raus an euch. Er hat immer noch nicht den Song für mich fertig. Fürs Raiden. Best Alert ever, ja. Okay, er ist noch mit einem RP eigentlich. Er ist auch ein sehr, sehr strenger RP. Er hat das bloß schnell hier geschrieben und redet jetzt nicht mit uns, weil im Discord und so sind ja seine Mithörer und Mitspieler und so. Oder hat er wieder so ein Ding, dass er 2 Stunden lang nichts sagt? Nee, Eventierheim, ganz normal. Ach, oh, das war aber ganz schön knapp mit der Tür. Oh, das war nur provisorisch. Ich würde die Betten auch wieder hier erstmal abreißen. Mist. Ja, mach das. Da war er kurz zu hören. Jetzt geht er rüber und spricht bitte Leuten. Auf. Wieso stehen hier Betten, Skadi?
Skadi. Ich glaube, Leute. Ja. Kann es sein, dass Skadi im Stehen schläft? Würde mich nicht wundern. Ach, lassen wir ihn ruhig schlafen. Gut. Er schreibt noch nebenbei, das ist wieder so irritierend, ne? Aber er ist da wirklich voll knallhart, er bleibt da richtig drin in der Rolle. Mir ist er nicht aufgegangen. ich hatte überlegt, dass... Ich könnte ja erstmal eine Schweinehütte bauen, aber wir benutzen sie erstmal zum drinnen schlafen und wechseln dann irgendwann in ein größeres oder jeder in sein eigenes Haus, sobald er eins hat. Also so eine Art Gemeinschaftshütte. Könnten wir machen, ja. Okay, nochmal kurze Einblendung. Svebonaut, so wird er eigentlich geschrieben. Ist jetzt gerade natürlich schwierig, ihn so zu erleben, wie er normalerweise ist, aber Rollenspiel ist natürlich mit großer Emotion auch verbunden und da will ich auch nicht ihn jetzt triggern. Deswegen auch an euch VOD-Zuschauer und YouTube-Zuschauer herzlichen Dank auch für euren Support, fürs immer wieder reinschalten, fürs Angucken. Ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte mit Rotschopf ausgeht und wie es danach auch weitergeht, weil danach müssen wir ja bestimmt wieder nach Rethei zurück. Und da möchte ich endlich mal meine verdammten 2 Schlüssel einsetzen, die ich gefunden habe. Verdammt nochmal. Jo, das wird auf jeden Fall noch ein sehr, sehr langes Projekt. Ich freue mich schon drauf. Ich wünsche euch noch einen schicken Abend. Macht's gut und bis bald. Ciao. Einen wunderschönen guten Nachmittag da draußen, Cookie. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir brummt ziemlich der Schädel jetzt vom Wetter. Aber es geht noch. Ich habe auch schon eine Tablette eingeworfen wieder. Also meine Migräne-Tabletten. Moin, Eupunky. Moin, Meister, schreibt er. Hallöchen. Ey, das ist so verwirrend, ne, mit der Zuschauerliste. Jetzt erst wird mir Cookie angezeigt, nach über 10 Minuten fast, wa? Und Eupunky noch gar nicht. Obwohl er schon geschrieben hat. Also die Liste müssen sie echt mal überarbeiten. Von Twitch, diese Zuschauerliste. Und noch mehr Leute kommen gerade rein. Also ich sehe im Counter, dass mehr Leute reinkommen, aber ich sehe nicht, wer schon da ist. Das ist total verwirrend, ey. Ah, egal. Ich lasse mich davon jetzt nicht weiter irritieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal einen schönen guten Nachmittag. Dann gibt es erstmal ein Kippchen und ein Käffchen. Dann starten wir das Spiel. So, macht mir das nicht nach mit dem Rauchen. Das ist sowieso schädlich und ungesund und teuer und nicht billig. Und so weiter. Ne? Ihr wisst, wie ich es meine. So, ich bin sehr gespannt. Es gab einen Grafikkartentreiber-Update. Ich hoffe, ich kann gleich vernünftig streamen, weil ich habe das Update jetzt kurz vorm Stream noch gesehen, dass es da ist. Und dachte mir, okay, das letzte Mal, wo ich das Update nicht gemacht habe, gab es übelst die Probleme mit dem Stream. Jetzt hoffe ich nur, dass mit dem Update nicht doch wieder irgendwelche Probleme da sind. Ich mache mal ein kleines bisschen leiser, war da muss ich nicht so brüllen. Ich habe nämlich Türen und Fenster offen gerade hier für den Durchzug. Ich habe gerade auf der einen Seite von meiner Wohnung ballert die Sonne rein, auf der anderen Seite ist Schatten und dadurch habe ich eigentlich einen schönen Durchzug. Aber Nase ist schon wieder dicht bei mir, also scheint vielleicht doch ein bisschen Pollen zu haben. Keine Ahnung. Ich hoffe, euch geht's gut. Erzählt mal ein bisschen. Ich rauche ja sowieso noch in Ruhe und trinke noch meinen Kaffee aus. Ich habe übrigens ein Problem. Michi, grüß dich. Ich habe übrigens ein Problem technisches. Und zwar kriege ich die Gilde 1. nicht so gestartet, dass mein OBS auf die Tastenkürzel reagiert. Ich habe schon sämtliche Hilfen aus YouTube, nicht aus YouTube, aus Google probiert. Dann habe ich noch Gaius Julius Caesar gefragt, weil er hat ja selber gerade ein aktives Let's Play zu laufen. Aber er hat den Vorteil, er hat noch die CD-ROM. Ich habe die Steam-Version. Aber er hatte selbst mit der CD-ROM auch Probleme, dass er sogar ein anderes Aufnahmeprogramm nehmen musste. Der Cookie geht gleich in den Lurk, da er gestern während des Streams eingeschlafen ist. Ach hey. Ja, alles gut. Kein Problem, großer. Der Michael hat heute Schulung gehabt, deswegen schon daheim. Ah, okay. Dachte schon, du bist heimlich während der Arbeit hier live, weil
deine, in Anführungsstrichen, Patienten schon schlafen oder weil du denen Schlafmittel gespritzt hast oder so. Nach dem Motto, ey, Chef, es streamt heute, hier, Schlaftablette. Obwohl, dann hätten sie eigentlich auch mal Stream gucken können zum Einschlafen. Ja, auf jeden Fall, ich krieg das so nicht gedeichselt irgendwie mit die Gilde 1. Ich wollte eigentlich dann in 2 Wochen mit die Gilde 1 anfangen. Aber vielleicht muss ich erstmal mit die Gilde 2 anfangen, dass ich da mal eine Staffel mache und dann in der Zeit versuche, das irgendwie mit die Gilde 1 gerockt zu bekommen, dass ich das irgendwie mal hinbekomme. Sonst muss ich mir da was einfallen lassen. Oder ich habe bis dahin mein... Das ist eine Idee. Wenn ich bis dahin meinen Stream-PC habe, könnte ich die Aufnahme über die Capture-Card machen. Der Stream zum Einschlafen klappt gut. Ja, Cookie, genau. Deswegen kam ich ja gerade drauf, weil der gestern eingeschlafen ist beim Stream. Ist natürlich auch nur meinem Stream geschuldet, nicht deinen Arbeits- und Aufstehzeiten. Oder weil du beim Zugucken im Bett liegst. Oder sitzt. Sitz liegst. Ja, vielleicht weiß ja irgendjemand, der das hier sieht. Oder im Nachhinein sieht, wie ich das hinkriegen könnte. Ich habe es auch schon mit Admin-Ausführungen probiert und was nicht alles. Und dann auch diversen Registrierdateien und was nicht alles. Also zuallererst einmal hat er ja immer versucht, meinen Sekundärmonitor als Spielmonitor zu nehmen. Dann habe ich dann über die Registrierdatei gesagt, nee, Kumpel, Hauptmonitor, please. Das hat dann funktioniert, immerhin, sodass ich OBS noch sehen konnte. Aber ich konnte OBS nicht ausführen. Und wenn ich rausgetappt bin aus dem Spiel, ist das Spiel immer abgestürzt. Ich hab's nicht mehr auf dem Bildschirm gekriegt. Also es war noch im Hintergrund, aber ich hab's nicht mehr. Es lässt sich irgendwie nicht im Fenstermodus starten. Auch nicht mit meiner DXWND.exe, also dieses Tool, womit ich ja Patricia 2 immer gespielt hatte oder gestreamt hatte. Damit klappt's auch nicht. Komischerweise. Also wie ganz, ganz komisch programmiert das Ding. Aber gut, ist halt saumäßig alt auch, ne? Bin mal gespannt, ob ich das noch irgendwie gedeichselt kriege. Das wäre sonst echt ärgerlich, wenn ich die Gilde 1 nicht let's playen kann, aber dann dafür die Gilde 2 nur machen kann. Ich wollte eigentlich schon die Reihe vollständig haben. Wenigstens eine Staffel noch von den älteren Teilen, nachdem ich ja 5 Staffeln von Gilde 3 hatte. Ach, sorry, ist wie gesagt gerade ein bisschen komisch mit dem Wetter und alles. Fällt mir ein, der AXA, unser neues Mitglied aus Walheim, der ist IT-Kundler. Den könnte ich kurzfristig auch mal fragen, ob der eine Idee hat. Klar, ich könnte auch Luke fragen, aber Luke ist nochmal die Frage, wie er antworten kann und ob er sich auch ausgerechnet damit auskennt, ne? Aber AXA ist ja ein älteres Kaliber. Vielleicht spielt er auch zufälligerweise Gilde 1. Obwohl, nee, er hat mir schon geschrieben gehabt, dass er mehr so auf Survival aus ist. Survival, bauen und sowas. Also, sowas wie Valheim. Oder Medieval Dynasty. Mit Leute, ich würde sagen, nach dem Song können wir starten. Der geht jetzt noch 3 Minuten. Ich denke, sind soweit alle da, die jetzt schon da sein können. Und der Rest der Chaos-Truppe findet sich ja später wieder ein. Kennen wir ja nicht anders, ne? Ich meine, wenn ich hier um 16 Uhr starte, die meisten sind noch arbeiten, ne? Prost, Kaffee. Guck ich erst nebenbei. Es lässt mir keine Ruhe mit die Gilde 1. Ich habe heute nämlich eigentlich versucht, ich wollte schon ein bisschen vorproduzieren, aber es ging einfach nicht. Deswegen gucke ich jetzt gerade schon wieder in die Konfigurationsdateien hier. Ich krieg's aber nicht gedeichselt, ne? Ich weiß nicht warum. Alles klar, Michi. Ja, mach in Ruhe. Ich habe ja soweit alles offen. Wie gesagt, ihr habt da keine Anwesenheitspflicht als Moderatoren. Ihr könnt gerne zugucken, aber ihr müsst nicht unbedingt den Mod machen. Ich bin vorbereitet. Sagen wir es so. Und Eupunky, wie kommst du denn, dass du heute schon da bist? Bist du sonst immer erst am späten Abend da? Hast du heute frei? Oder fährst du nachher erst noch zur Arbeit? Ach, Michi will dann selber zocken. Achso, ne, okay. Puh, dann halt nicht. Willst das Silber holen wahrscheinlich, wa? Nee, ich hab's mir noch gar nicht angeschaut mit dem Ton. Ich werde eventuell Sonntagabend Zeit haben. Ich weiß es noch nicht. Also Samstag werde ich wahrscheinlich überhaupt gar nicht ansprechbar sein, weil wie gesagt, morgen ist halt die Hochzeit von Lord Renix. Und ich bin froh, wenn ich schon vor Samstagmittag zu Hause bin dann wahrscheinlich. Je nachdem, wie stark es eskalieren wird.
Den Turm machst du heute fertig. Okay, na, ist ja noch umso besser, dann sehe ich ihn ja dann, wenn er fertig ist. Ansonsten, wenn dir noch irgendwas einfällt, dekorationsmäßig oder beleuchtungsmäßig für den Hafen, kannst du dich gerne ein bisschen austoben. Ich habe erstmal ganz stumpf 4 Kohle von da an die Säulen hingestellt, damit halt auch nachts ausreichend Licht da ist. Die Treppe nach oben könnte vielleicht noch ein bisschen Licht gebrauchen. Oder aber, was ich probieren wollte, da vielleicht in die Felswand, auf der, wenn man hochläuft, links in die Felswand, da noch ein bisschen Surtling-Trophäen reinzubauen. Rechts die Seite, da will ich versuchen, Sonntagabend auch noch so eine zweiseitige Felswand zu machen, so wie es auf der linken Seite ist. Da wird zwar oben das Fundament von der Base ein bisschen unsymmetrisch, aber es hat mir ja von vornherein her gesagt, dass wir ja schon die Hauptbase falsch ausgerichtet haben. Dann könnten wir aber da zum Beispiel die Windmühlen hinstellen, die dann von Weitem schon zu sehen wären. Und die wären nicht so nah dran an den Schlafgemächern. Das wäre eine Idee, ne? Also da, wo früher die Schmelzen standen. Da werde ich noch ein bisschen nach vorne graben, so, also ein bisschen nach vorne aufschütten. Allerdings, bevor ich das mache, bräuchte ich jemanden Sonntagabend, der mir hilft, wenigstens 2 Schweine nach oben zu transportieren. Dass ich da erstmal ein provisorisches Schweinegehege aus Steinen zimmere. Das auf jeden Fall, damit wir da die Schweinezucht erstmal nach oben ziehen und dann müssen wir uns noch einigen, oder Gaffer mal fragen, ob er damit einverstanden wäre, wenn wir die Pflanzen auch nach oben ziehen, dann könnten wir unten den alten Stall und das, die alte Palisade alles komplett wegmachen. Grüß dich, Bärdischer. Na, das wird bei dir geil. Die Verschweiber tauschen wieder Kuchenrezepte aus. Ja, das machst du mit deiner Frau gerade. Genau, hast du recht. Ach, Eupanki ist immer zu Hause. Ach so. Ach, du zockst halt fast den ganzen Tag und deswegen bist du immer erst abends da. Ach so. Okay. Ich dachte immer, du hast immer abends erst Feierabend. Naja, hast du ja dann so an sich, wenn du erst zockst und dann Feierabend machst, sozusagen. So, der Song ist zu Ende gewesen, Mensch. Robin, du verpasst noch deinen Einsatz hier. Wir starten das Spiel. Mit 20 Minuten einfach ins Land ziehen lassen. Also 10 Minuten Timer und 10 Minuten Vorgequatsche wieder mal. Aber ich habe gesagt, ich will mich nicht hetzen hier bei dem Projekt. Was auch sehr gut funktioniert. Wir sind ja immer noch in Rattei. So, ein paar Nachzügler sind gerade noch reingegriffen. Grüßt euch, meine Lieben. Spiel lädt schon, dauert nur ein kleines bisschen. Obwohl es auf der SSD ist. Aber gut, ich hatte gerade ein Grafikkartentreiber-Update. Das kann manchmal auch damit zusammenhängen. Gestern war ich deutlich schneller drin. Tja, Kaffee leer. Los geht's. Zeig die Bombe. Dann braucht natürlich noch eine Spielaufnahme. Zeig die Bombe. Ah, gucke mal. Spiel. Nein, nicht nur Spiel. Spiel stand Laden. Rotschopf in der Klemme. Genau. Da waren wir stehen geblieben. Aber ich finde das echt krass, wie komplex das gemacht wurde, ne? Diese Mission. Wie Göttin der panischen Todesarten schon sagte, die beste Mission im Spiel, wie sie selbst empfand. Ja, tut mir leid, aber wir wollen mein Jagdskill noch ein bisschen nach oben bringen, ne? Vorausgesetzt, ich treffe. Ach, come on. Feinde sammeln später ein. Muss ja bloß noch einen Hasen erledigen. So, jetzt haben wir da wieder den Perk. Sehr fein. Plündern. Alles. Interessant, dass der Pfeil noch optisch stecken geblieben ist, ne? So, der Pfeil ist noch intakt. Den nehmen wir. Der, den ich hier reingesammelt habe, wo liegt der? Wenn ihn jemand sieht, dann schreit. Habe ich den hingesammelt? Oh! Ah, Nase wird frei! Ah, Entschuldigung für das Geschniefe, aber... Oh, Befreiung. Oh. Und instant die Kopfschmerzen weg. Okay. Ich finde den Pfeil nicht mehr. Ich glaube, der ist hinüber, oder? Obwohl, zerbrochene Pfeile waren ja eigentlich auch immer noch mal animiert. Die hatten sogar noch einen kleinen Wert. Ich sehe ihn nicht. Na, wie lief es gestern bei euch auf dem Bauserver? Ich wollte ursprünglich bei euch rein raiden, aber die Zuschauer hatten sich dann doch eher für
Rollenspiel entschieden. Also ein Projekt, was wirklich sehr stark auf Rollenspiel fokussiert war. Na ja, komm, wenn du schon mal hier bist, kannst du es selber aufnehmen. Ich finde den blöden Pfeil nicht mehr. Mann, das sind meine Langstreckenpfeile, die sind teuer. Habe ich noch 4 davon. Und hier nochmal 9. Achso, warte, ich muss erstmal wieder so machen und dann so machen. Und dann sind es 13. Nee. Warum trennt der die jetzt? Es sind Langstreckenpfeile. So nimmt er sie zusammen. So trennt er sie. Sie haben aber keine Haltbarkeit verloren. Dann habe ich da wahrscheinlich einen Anzeigefehler. Ich habe Wundpfeile. Wo habe ich die gefunden? 115 Schaden? Huch, nee, warte, halt. War nämlich die? Ne? Die lief's ganz schlecht. Oh, okay. Wie oft bist du gestorben? Na gut. Skill. Da. Was hatte ich da genommen? Ich hatte Gerber genommen. Das weiß ich noch. Damit ich auch mal die Häute ranbekomme, die ja gut Geld bringen können. So, und jetzt wollte ich mit euch mit Pebbles zusammen erstmal Köter holen. Achso. Und danach dann die Geschichte mit dem Rotschopf machen, weil der versteckt sich ja. Das heißt, der wird nicht weiter wegrennen. Nehme ich zumindest mal an. Warte mal. Ich mach mir mal... Achso, nee, der Marker ist ja noch genau da, okay. Dann reite ich jetzt in Richtung Marker. Oh, das war auch noch in die Richtung. Orientierung wie eine Kartoffel schon wieder, ne? Hauptsache, ich laufe jetzt nicht wieder den nächsten Banditen über den Weg. Er hat schon wieder sein Schild nicht. Geht doch. Nein, jetzt reicht's Hasi. Wir gehen später nochmal direkt auf Jagd. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Hasenfleisch da. Das kann ich unserem Köter geben. Sühnekreuz schon wieder neu entdeckt, okay. Wo ich ja hier schon lang geritten bin. Kann ich hier durch den Busch, ohne runterzufallen? Ja. Sieht erstmal okay aus. Hallo Hasi. Wenn ich über dich drüber laufe, zählt das als Jagd? 3 Stunden einen Wolf gebaut für ein hässliches Quader. Okay. Ja, dann erklärst du den Leuten am besten so, das Quader ist nur das Fundament zum Halten und außen dran machst du dann jetzt die Deko. So eine Mogelpackung baust du einfach. Was übrigens wunderbar funktioniert, habe ich festgestellt, als ich versucht habe, unseren Hafen zu bauen auf dem Server. Oder unsere Anlegestelle, nicht Hafen, unbedingt eher eine Anlegestelle. Gehört wieder mal. Das war aber nicht unserer, weil der das Bellen kam von rechts diesmal. Durch Jagdgebiet. Stimmt. Hier bin ich ja durchgeschlichen. Interessant, dass der das nochmal neu entdeckt, obwohl ich schon hier gewesen bin. Ah, oder? Ach, es könnte sein, dass das gelöscht war, weil ich neu laden musste. Als ich ja hier im Lager beim ersten Versuch voll verkackt hatte. Köter! Wo bist du, mein Süßer? Hier irgendwo, wa? Da! Oh, Mensch, Kleiner. Hier hast du erstmal... Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Hat er sich nur hingelegt und gewartet. Och, Mensch. Hier, Großer, hau rein. Ja, lass dich schmecken. So ist fein. Ja, hat er fein gefressen. Feiner Hund. Ja, ganz feiner Hund. So ist's echt. Oh, Hundeflüstern. Gelevelt. Sehr geil. Bei Fuß. Hier, bei Fuß. Jetzt ist es besser, sagst du, okay. Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass es auch so abgenommen wird vom Baumeister Michi. Wie sieht mein Hunger aus? Nö, noch gar nicht vorhanden. Achso, aber wenn ich mal hier im Menü bin, kann ich gleich mal bei Hundeflüsterer wieder skillen. Da wo eine Einzelne ist. So, Jagdwild.
Du kannst mit deinem Hund Jagd auf Hasen und andere Wildtiere machen. Vielleicht erwischt ihr ja sogar ein Wildschwein. Oder alternativ, ich bekomme +1 auf Charisma. Permanent, ne? Mein Charisma ist schon wieder für einen Arsch, weil ich schon wieder dreckig bin, wa? Nö. Ich mache erstmal Jagdwild. Weil ich werde häufig jagen gehen müssen, einfach fürs Finanzielle, um den Hund zu ernähren und so weiter und so fort. Ja, alles wieder schmutzig, natürlich. Ach, Mann. Na, gießen? Danke. Gut, hier hatte ich auch total vergessen, mal zu gucken, ob hier vielleicht noch irgendwo eine Kiste war oder so. Irgendwas, was ich mitnehmen könnte von den Plünderern hier. Und wie habe ich mich dann doch ablenken lassen von dem Schnösel? Ach, guck mal, einer schau. Ja, guck mal, einer schau. Zum Glück habe ich nochmal nachgeschaut. Wo ist der Point? Da. Na, schnell, schnell, schnell. Ha. Öffnen. Die Groschen nehmen wir auf jeden Fall. 2 Silberkelche. Was ist das hier? Erhöht die Stärke und führt zu einem Zustand blutrünstiger Raserei herbei, wodurch der verursachte Schaden im Nahkampf 2 Minuten lang deutlich erhöht ausfällt. Allerdings ist für diese Zeit deine Verteidigung etwas geschwächt. Okay, was ist das hier? Du fühlst dich wie Achilles, da Treffer dir weniger anhaben können. Für 5 Minuten ist der erlittene Schaden um 50% verringert. Nice. Ich nehme beide mit, das eine verkaufe ich, das Verteidigungsding würde ich dann gegebenenfalls selbst verwenden. Spätestens dann, wenn ich wieder eine Überzahl gegen mich habe, ist das einfach Gold wert. Hier ist nichts mehr. Pilze könnte ich hier aufnehmen, aber um die Alchemie müssen wir uns später noch kümmern, beziehungsweise um die Kräuterkunde. Oh, guck mal hier, sogar ein Steinpilz. Ja, großer. Machst du fein. Machst du ganz fein. Liegen die Leichen jetzt eigentlich noch da oder hat die bereits jemand weggeräumt? Die wurden schon weggeräumt. Schrägstrich sind innerhalb von ein paar Ingame-Stunden verwest. Zu Staub zerfallen. Das waren doch Vampire. So, auf da. Alles klar, Michi. Dann viel Spaß auf dem Server. Und später lieben Gruß an Mera, wenn sie da ist. So, nun kann ich die Markierung aber mal entfernen. Denke ich, ja. Oh, hier in Thalmberg müssen wir auch noch einiges erkunden dann später. So. Jetzt gehen wir erstmal zu Punkt A und holen uns diesen Halunken. Der hat doch richtig fett Dreck am Stecken. Kann man ja anders sagen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht doch wieder irgendjemanden über den Weg laufe, der mir feindlich gesonnen ist. Also auf dem Weg dahin zum Ziel. Weil das waren ja die Jungs, die schon gefragt hatten, wo Rotschopf ist. Die ihn ebenfalls gejagt hatten und die wurden einfach nur nach Westen geschickt. Und auf dem Weg dahin sind wir denen ja über den Weg gelaufen. Die haben da noch andere überfallen gleichzeitig. Und mich dann gleich noch mitverprügelt. Weil ich dachte, ich könnte helfen. Klarer Fall von falsch gedacht. Das Hufgetrappel ist ein bisschen zu laut, wa? Im Verhältnis zur Musik. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur. So. Na gut, das Musikstück selbst ist nicht so laut gerade. Ich versuche gerade ein bisschen zu vermeiden, dass ich vom Pferd fliege, weil ich irgendwo einen Ast übersehe. Ah, guck mal, da haben wir doch schon ein Gebäude. Mal die Waffen weg. Ich will nicht sofort als feindselig wirken. Es reicht ja schon mein Waffenrock und alles. Hier ist das Lager auf jeden Fall. Absteigen. Lager, grüß dich. Ja, ich habe Urlaub deswegen. Ich habe die letzten 2 Tage schon um 16 Uhr gestreamt. Und heute ist mein letzter Urlaubstream. Morgen bin ich auf einer Hochzeit der Trauzeuge. Und dann ist wieder normal, freitags immer, 20 Uhr. Ach nee, wen haben wir denn da? Na? Herrgott, war das eine mühsame Suche. Was willst du von mir? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wieso bist du geflohen? Wo sind deine Spießgesellen und warum hast du den Banditen getötet? Was?
Gut, eins nach dem anderen. So, also weswegen bist du weggelaufen? Wieso hattest du es so eilig zu fliehen? Weil ich dachte, dass sie zurückkommen und mich töten. Wer? Na, diese Banditen natürlich. Um sich für die Ermordung ihres Freundes zu rächen? Ermordung? Ich hab keinen getötet. Gott ist mein Zeuge. Warum hast du den Banditen getötet? Welchen Banditen? Ich hab niemanden getötet. Das gehört dir, oder? Hab ich beim Gestüt aus einem toten Banditen gezogen. Ist mein Hufkratzer, aber erstochen habe ich keinen. Dieser Kerl nahm ihn mir weg. Welcher Kerl? Weiß nicht, wie er heißt, aber er ist aus Uschitze und humpelt. Was kannst du mir über ihn sagen? Woher kennst du ihn? Hab ihn in der Uschitzer Schenke gesehen, beim Würfeln und Saufen. Und? Ich weiß, dass er in einem Haus am Dorfrand wohnt. Das ist alles. Hab nie mit ihm geredet. Ich suche deine Spießgesellen. Wo sind sie? Die Köhler? Die sind drüben beim... Nicht die verfluchten Köhler. Ich meine deine Räuberfreunde. Das sind nicht meine Freunde. Die hätten mich fast getötet. Hab einen erkannt und dachte, sie kommen zurück und... Erkannt? Wen? Rede! Ich kenne seinen Namen nicht. Weiß nur, dass er aus Uschitze ist und hinkt. Ah, da hinten, okay. Ein Hinkender aus Uschitze. Das ist nicht viel, aber es wird wohl reichen. Mehr weiß ich nicht. Hab nie mit ihm geredet. Aber woher sollte dann der Hinken aus Uschitze den Rotschopf wiedererkennen? Ich meine, vom Sehen her kann man sich ja oft kennen, aber das heißt doch noch lange nicht, dass er ihn auch wiedererkennt. Wird doch mehr als einen Rotschopf in der ganzen Umgebung geben. Also einen mit roten Haaren, meine ich. Also er muss doch unten Grund haben, warum er Angst hat, dass sie ihn wiedererkennen und holen kommen oder töten kommen. Jetzt erzähl mir genau, was passiert ist. Und lass nichts aus. Das ist eine lange Geschichte. Ich möchte alles hören. Keine Sorge, ich langweile mich nicht. Also gut. Ich wachte mitten in der Nacht auf, weil ich pissen musste. Also bin ich wie immer im Dunkeln nach draußen. Nur war da was, das dort nicht sein sollte. Zuerst dachte ich, es wäre nur ein Lichtspiel. War es aber nicht. Und dann war es zu spät. Sie liefen an mir vorbei. Ich dachte, es sind Pferdediebe. Ich wollte schreien, aber hatte Angst, dass sie mich töten. Ich wartete, bis sie weg waren und schlich mich davon. Doch dann... Begann das Gemetzel? Genau. Ich dachte, sie würden die Pferde stehlen und wegreiten. Aber dann begannen sie, die Leute abzuschlachten und Feuer zu legen. Und es war schrecklich. Die Hölle auf Erden. Und dann? Es schien mir, als ob es einigen von ihnen auch nicht gefiel. Sie begannen zu streiten und ein paar rannten dorthin zurück, wo sie hergekommen waren. Direkt auf mich zu und ich hatte einen Hufkratzer in der Hand. Also hast du den ersten abgestochen? Nein. Er rannte mich über den Haufen und ich fiel zu Boden. Für jemanden mit einem Hinkebein war er ganz schön schnell. Er sagte, ich soll mich verstecken, wenn mir mein Leben lieb ist. Dann hat er sich davon gemacht. Ich tat wie geheißen und versteckte mich. Dann lief der Rest der Bande vorbei. Und dann? Ich hielt mich weiterhin versteckt, falls der Hinkende aus Uschitze zurückkommt. Als ich mich endlich hervortraute, war es schon fast hell. Genau, worüber haben Sie eigentlich gestritten? Weißt du, worüber Sie sich stritten? Ich habe nicht alles gehört, aber ich schätze, einige von Ihnen wollten nur stehlen und niemanden töten. Warum haben Sie dann die Pferde getötet? Wenn Sie doch was stehlen wollten, warum haben Sie dann nichts gestohlen? Hä? Wird ja immer verworrener hier. Was ist mit den anderen? Ist dir irgendetwas aufgefallen? Weiß nicht, es könnten 8 gewesen sein. Und 2 waren richtige Brocken. An mehr erinnere ich mich nicht. Klingt furchtbar. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Hätte ich doch geschrien. Vielleicht... Hättest du geschrien, wärst du jetzt tot. Und genützt hätte es sowieso nichts. Trotzdem... Du hättest nichts tun können. Also bis gerade eben war ich echt noch der Meinung, der Rotschopf wäre ein Teil der Bande, dass er sich eingeschleust hat und vielleicht noch gar nicht so lange auf dem Gestüt arbeitet. Das war alles. Ich weiß alles, was ich wissen wollte.
Ich lasse dich in Frieden. Warte, was ist mit mir? Würdest du mir helfen? Vielleicht. Worum geht es? Ich möchte zum Gestüt zurück, aber die Halsabschneider, die mich töten wollen, sind noch irgendwo. Hilfst du mir? Wenn du mir sagst, wo sie sind? Er hat rote Haare, muss böse sein. Nein, das meinte ich nicht, sondern einfach aufgrund dessen der ganzen Vorgeschichte und wie er sich verdächtig verhalten hat und einfach abgehauen ist und mich auch noch angelogen hat und so weiter. Könnte ich vermutlich. Weißt du, wo sie stecken? Nein, aber sie müssen hier irgendwo herumlungern. Ich werde mich umsehen. Und wenn ich sie finde... Ich verstehe. Das sind aber zu viele. Die Mission ist scheiße. Ich nehme das mal als Anzahlung, ja, Rotschopf? Gut, stört ihn nicht. Ist ja auch nicht seins. Ah, diverses Leder. Oh, das sind schon 12 Kilo hier. Bin ich ja schon eigentlich am Maximum schon wieder. Die Verbände nehme ich einfach mal mit. Knüppel brauche ich nicht. Nehme ich doch das Hirschleder mit. So. Ach Mist. Pferdeleder gibt auch noch gut Geld. Das hier auch. Kuhleder bringt jetzt nicht so viel. Passt. Habe ich noch fast 10 Kilo frei. Hallo? Wer bist du? Ach, der andere Zwilling. Du machst einen Star-Wettbewerb. Okay, den hatte ich erst letztens bei Mount & Blade. Selber.